Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Oldtimer Blondie. Draußen ist es jetzt leider sehr kalt geworden, deswegen musste ich mit meinen Mopeds nach drin ausweichen, wo es einfach wärmer ist und halt auch die Lichtverhältnisse dementsprechend besser sind. Für euch habe ich natürlich auch etwas dekoriert, damit auch die Wand nicht so kahl hinter mir ist. Und wie ich euch bereits versprochen habe, möchte ich mit euch gemeinsam diese schöne SR2 restaurieren. Falls ihr das Vorstellungsvideo noch nicht gesehen habt, dann klickt einfach hier oben in die Ecke, in den Link rein. Da könnt ihr gerne draufklicken und nochmal das komplette Video von vorne bis hinten anschauen. Ich möchte mit euch gemeinsam die SR2 komplett restaurieren. Das heißt, ich werde sie erst einmal komplett in den Einzelteilen zerlegen. Dann möchte ich die SR2 auch nochmal komplett frisch lackieren lassen, weil wir haben ja hier unterschiedliche Farbtöne, einmal dieses Marronrot und halt hier dieses beige-braunton. Aber ich möchte dann grundlegend einen gesamten Farbton letztendlich erzielen. Und ich muss halt auch nochmal schauen, an dem Rahmen hier ist eine Schweißnaht. Da muss ich dann mal sehen, ob ich diesen Rahmen weiterverwende oder ob ich mir da vielleicht doch irgendwo einen Austauschrahmen zulege. Und halt grundlegend ist die SR2 so rostig, da muss unbedingt was dran gemacht werden. Und das möchte ich euch jetzt einfach in diesem Video zeigen. Und es werden dann wahrscheinlich auch noch mehrere Videos dazu folgen, wo ich die SR2 wieder komplett neu aufbaue. Ich würde einfach mal sagen, ich fange jetzt an, indem ich die SR2 in ihren Einzelteilen zerlege. Und dadurch, dass es dabei nicht viel zu erzählen gibt, schaut mir einfach mal über die Schulter und dann legen wir jetzt los. Damit ich dann auch wieder weiß, wo alle Schrauben hingehören, packe ich die in solche kleinen Tütchen rein, die ich noch beschrifte. Wie jetzt zum Beispiel Seitenbleche und Tank.
2 ist jetzt erstmal grob zerlegt. Die ganzen Blechteile gehen jetzt erstmal zum Sandstrahl und werden dann noch lackiert. Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren hinterlassen, was ihr mit dem Raum machen würdet. Würdet ihr den jetzt so nochmal wiederverwenden mit der Schweißnaht oder würdet ihr auch lieber auf Nummer sicher gehen und sagen, ihr nutzt einen Austauschraum? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich mir hier noch ziemlich unsicher bin, was ich damit mache. Ansonsten die anderen Teile wie Motor zum Beispiel werde ich noch aufarbeiten. Da mache ich natürlich auch noch ein Video für euch. Und ich möchte gerne noch von euch erfahren, in welcher Lackfarbe ihr die SR2 wieder aufbauen würdet. Ich bin mir auch noch unsicher, ob Marronrot oder in diesem Beige-Ton. Mal sehen, wie es wird. Ansonsten, falls euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!